meine Lieben und herzlich willkommen zu Fit and Food Style bei Linda und unser heutiges Thema wird sein Omega-3. Und dazu werde ich heute einen knackig frischen Salat zubereiten mit Lachs. Beim Kauf von Lachs achtet bitte darauf, dass das jetzt nicht so Antibiotika verseucht ist und mit irgendwelchen Speedhormonen gefüttert ist. Ich kaufe das gerne von Deutsche See, weil da weiß ich, dass das auf jeden Fall okay ist, das Ganze. Meine heutigen Zutaten, die ich für euch vorbereitet habe, die zeige ich euch jetzt. Einmal näher kommen. Frischer, knackiger Salat, das ist eine Mischung aus Feldsalat und Rucola-Salat. Feldsalat, also überhaupt grünes Blattgemüse, ist sehr reich an Folsäure. Und wir haben ja auch gelernt beim letzten Mal, Folsäure ist wichtig für die Zellbildung und auch für das zentrale Nervensystem. Wir haben Fenchel, wir haben eine frische Kohlrabi und einen Apfel. Eine Kohlrabi hat genauso viel, sogar ein bisschen mehr Vitamin C als ein Apfel. Insbesondere auch die Blätter, die werden wir nämlich gleich mitverarbeiten. Wir haben Bratpaprika, Tomaten ganz normal und eine Zitrone und eine Aubergine. Wenn du das eine oder andere nicht magst, ersetzt es einfach durch ein anderes Gemüse. So einfach geht das. Einfach ein wenig Fett in die Pfanne geben und es zischt schon. Die Bratpaprika, für die meisten auch bekannt als Pimentos, würzen wir traditionell mit oben Himalaya-Salz, dann einmal durchschwenken und nach 10 Minuten sind sie fertig. Für den leckeren Geschmack schneiden wir noch eine Knoblauchzehe klitzeklein. Die Paprika sind fast fertig und in der Zeit schneiden wir schon mal das restliche Gemüse klein, nämlich die Kohlrabi, die Aubergine und den Fenchel. Schmeißt das Zeug nicht weg, das ist wie gesagt kein Karnickelfutter, da steckt so viel Vitamin C drin. Selbstverständlich muss man ein kleines Stückchen Kohlrabi erstmal essen. Ne? Ich glaube, die Bratpaprika sind jetzt fertig. Die nehmen wir dann raus. Und die kommen dann erstmal in eine kleine Schüssel. So sehen die Pimentos aus. Ein bisschen schrumpelig, ein bisschen matschig, aber so sind die richtig lecker. Und in derselben Pfanne, wir machen die gar nicht sauber, damit der Geschmack der Paprika noch schön drin bleibt, kommen jetzt noch direkt die leckeren kleinen Knoblauchstückchen rein und wir geben sofort den Lachs hier oben drauf. Den Lachs einfach auf mittlerer Temperatur von beiden Seiten 4-5 Minuten anbraten und dann kommt er auf 175 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Und im Backofen wird er nochmal so richtig schön gegrillt. Während der Lachs am Braten ist, schneiden wir schon mal diese Aubergine in kleine Stückchen und nun ist unser Fenchel dran. Am besten in der Mitte einmal durchschneiden. Und dann wie eine Zwiebel klein schneiden. Das Besondere an der Fenchelknolle ist ja, dass es einen sehr feinen Geschmack gibt im Salat. Ihr könnt es auch roh lassen, ihr könnt sie aber auch mitbraten. Bei mir wird sie mitgebraten. Omega-3, meine Lieben, das ist unser heutiges Thema. Und Omega-3-Lieferanten sind Kaltwasserfische, wie zum Beispiel Lachs, Thunfisch, Makrele und fette Seefische. Omega-3 haben wir auch sehr viel in Leinöl enthalten. Das sollte man eigentlich jeden Tag mal so ein Esslöffel von nehmen. Besondere Eigenschaften des Lachses bzw. von Omega-3 sind, dass es antiinflammatorisch ist. Antiinflammatorisch bedeutet, es ist entzündungshemmend. Gerade bei Autoimmunerkrankungen wie Rheuma ist das sehr, sehr wichtig. Und das hilft auch für die Hirnleistung, für die Bildung der Intelligenz, gerade beim Fötus, beim ungeborenen Kind, für Schwangere und auch für die Sauerstoffversorgung. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Blutgerinnung, meine Lieben. Dafür auch Omega-3. Für weitere 10 bis 15 Minuten auf 175 Grad ungefähr Ober-Unterhitze grillen wir den Lachs zu Ende. Ebenfalls in derselben Pfanne, wir machen die auch nicht sauber, weil jetzt ist noch mehr Geschmack drin, werden wir das Gemüse hinzugeben, ein bisschen Öl hinzugeben und mit Pfeffer und Salz ein bisschen würzen. Damit der Salat immer so eine schöne, fruchtig-knackige Note bekommt, schneide ich immer gerne noch einen Apfel mit rein. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Wer es nicht mag, lässt es einfach sein. Kommen wir zu den Tomaten. Ihr könnt sie aber auch kleiner schneiden, die Tomaten natürlich. Das sind die Zutaten zu unserem Dressing. Das ist ein ganz einfaches. Einfach einen Schuss vom Extra Virgin Olivenöl, kalt gepresst. Weißer Balsamico-Essig. Ich liebe diesen schwarzen hawaiianischen Salz, das ist Vulkansalz. Das sieht aus wie Pfeffer und das
ist auch wie Kohle in der Hand. Es wird so ein bisschen schwarz, aber das ist ganz, ganz toll. Man braucht auch ganz wenig für. Sehr angereichert auch mit Mineralien. Und schwarzen Pfeffer natürlich. Was nicht fehlen darf, ist natürlich die Zitrone. Und nichts vergessen, noch ein paar Kürbiskerne mit draufstreuen. Kürbiskerne haben auch sehr gutes Öl. Ihr könnt aber auch Sonnenblumenkerne nehmen. Meine Lieben, ihr seht, das Gemüse hat auch eine schöne Röstung gewonnen. Es ist fertig und durchgegart. Jetzt heißt es, die Teller anrichten und den Lachs rausholen. Ich freue mich schon. Ladies and Gentlemen, das ist unser Prachtstück des heutigen Tages. Unsere Omega-3-Bombe. Meine lieben Zuschauer, das Werk ist vollbracht und ich habe jetzt ganz großen Hunger. Ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze ist. Das Essen ist in 20 Minuten fertig, inklusive Schnibbeln und Wegräumen der ganzen Sachen. Ich weiß genau, ich tue was Gutes für meine Gesundheit und so einfach geht das, meine Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Einfach klicken, liken und abonnieren.